Jo, moin. Schön, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, was machen wir heute? Im ersten Vorstellungsvideo von diesem Käfer habe ich euch ja erzählt, dass ich die hintere Ecke hier am Warmluftkanal ja einmal neu machen muss. Also wirklich nur die hintere Ecke, weil da oben extrem viel Rost drin war. Und natürlich das komplette Deckblech. Ja, heute werde ich euch doch mal zeigen, wie ich da vorgehe und wie es dann am Ende aussieht. Aber vorher will ich euch noch zeigen, ja, was ich so für Material, also Werkzeuge im Prinzip, um das zu fixieren, benutze. Ja, habe ich mal hier aufgereiht. Und zwar am häufigsten nutzt man ja so verschiedene Gripzangen, ne? Von ganz klein bis zum Beispiel hier ganz groß. Ne? Je nachdem, was man da so am besten braucht. Ne? Verschiedene Formen hier so eine mit so Krallen. Dann hier so ein mittleres Modell. Ja, was nimmt man sonst noch? Man könnte so Schmetterlingsklemmen nehmen. Da muss man halt diesen Bolzen hier, den macht man raus und dann schiebt man das quasi zwischen zwei Bleche. Dann kommt von hinten der Bolzen wieder rein und so könnte man zwei Bleche zusammen fixieren. Problem ist dabei, dass man halt ja, die nur nutzen kann, wenn der hintere Raum frei ist. Ne? Also wenn man da wieder drankommt, um den zu entfernen. Wenn man das nicht hat, nutze ich sehr gerne Magnete. Starke Magnete, ja, die extra zum Schweißen, also die sind schon sehr stark, ne? Das geht schon ganz gut damit. Damit habe ich hier die hinteren beiden Ecken auch gemacht. Hier habe ich welche, die sind ein bisschen schwächer und kleiner, je nachdem wie groß man die braucht. So, in dem Fall jetzt hier unten gleich, habe ich diese, ja, wie nennt man die, Kleko-Klemmen oder ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Das sind auch so, ja, so Bolzen. Diesen Bolzen. Man muss natürlich ein Loch vorher bohren, passend zu diesen Bolzen halt. Und dann hat man halt so eine Zange. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Und hier vorne bewegt sich dann so ein Pin raus. Sieht man das? Da kann man es schlecht sehen. Ne? Müsste ich jetzt mal was Weißes hinterhalten. Ja, auf jeden Fall, damit quetscht man den zusammen, würde ihn dann reinstecken, loslassen und dann würden die beiden Bleche zusammenhalten. Das habe ich auch jetzt hier bei der Ecke gemacht, die ich ausbessern muss. Hier sieht man das. Ja, hier habe ich einen Bolzen gesetzt, hier habe ich einen Bolzen gesetzt, da. Und dann natürlich unten schön mit diesen Klemmen fixiert. Ja. Das habe ich jetzt schon mal im Prinzip. Ja, ich habe das eigentlich schon angepasst. Wir müssen jetzt nur noch mal ein bisschen mal eben die Stelle hier einmal anmalen, wo ich gleich sauber schneide. Sauber flexe im Prinzip, weil es wird ja hier dann, hier müssen noch ein paar Löcher gebohrt werden. Hier. Und dann wird das Loch für Loch ausgeschweißt. Von der Seite hier. Und hier müssen wir dann den Spalt noch zumachen. Dann muss ich gucken, dass ich das Blech hier vielleicht ein bisschen einschneide hier und dann runter bekomme, weil der Spalt ein bisschen zu groß ist. Ja, ich zeige euch mal die andere Seite von außen, wie es aussieht. So, hier ist dann von außen. Hier habe ich auch alles gesetzt, oder genau passt. Da wird der Spalt zugeschweißt und hier unten müssen wir dann halt auch die Löcher zumachen. Ja, und dann müssen wir die anbohren. Hier die ganze Ecke wieder neu aufbauen. Ja, dann muss ich mal gucken, ob ich da selber. Ja, muss ich natürlich erstmal ein Blech anpassen, was erstmal da die Rundung zumacht. Und dann muss ich mal gucken, ob ich
hier benutze. Ich das irgendwie noch benutze hier mit dieser Rundung oder ob ich mir da selber was biege. So ein vorgefertigtes, was hier so reinpasst. Ne? Aber das werde ich nicht komplett, glaube ich, nutzen. Da werde ich nur rausschneiden, was ich brauche. So, ich bereite das jetzt mal vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ich habe jetzt das Blech wieder ausgebaut. Jetzt werde ich die Sachen, ich habe mir das ja angezeichnet hier, wenn ihr das seht, wo ich was wie bohren muss oder schleifen muss, weil ich muss ja blanke Stellen haben zum Schweißen. Ich werde mir das jetzt gleich den hier, den Halter muss ich noch einschweißen. Das ist so ein, zum Stabilisieren, Winkel. Der kommt. Moment. Da rein. Habe ich mir schon genau angemalt, wo der hinkommt. Ja, deswegen muss ich hier ein paar Löcher bohren, von der Seite, von oben. Dann werde ich den verpunkten und dann werde ich den, also ich werde den Rest hier noch sauber schleifen, wo ich im Prinzip an der Karosse verpunkten muss. Ja, das werde ich euch jetzt gleich mal versuchen im Zeitraffer einzufangen, damit ihr mal so ein bisschen die Vorgehensweise seht. Ja, und wenn ich dann soweit bin, melde ich mich nochmal zurück. Ich werde den dann halt gleich hier schön einspannen hier mit einer Zange, damit der auch mir auch nicht abhaut beim Schleifen. Ja, hier mit einer Grippzange. Ja, und dann geht's los.
So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt die Verstärkung hier ins Blech eingeschweißt. Hier reingepunktet. Von oben nochmal reingepunktet und nochmal, ja, hier auch nochmal zu. So, das sollte auf jeden Fall halten. Jetzt wird das alles nochmal schön sauber gemacht, angeschliffen. Dann werde ich das mit Zinkspray erstmal ein bisschen schützen. Ja, jetzt muss ich das kleine Loch noch zumachen. Da war vorher noch eine Mutter dran, das passte aber nicht. Also das war noch von dem Originalteil, weil ich das da rausgeschnitten hatte. Also von dem Einschweißblech, da war halt eine Mutter dran. Die kommt, da kommt jetzt noch zugemacht. Und dann muss ich daneben nochmal ein neues Loch setzen für die passende Mutter, die ich jetzt leider nicht hier habe. Ja, und dann passen wir das unten am Auto an, ne? So, ich setze euch nochmal von oben einen Zeitraffer und dann geht es weiter. Was ich noch vergessen habe, ich wollte euch noch zeigen, womit ich das, nicht grundiert, aber vor dem Schweißen, wie ich da die blanken Stellen versiegelt habe. Da habe ich von Marc, der sein Ovali restauriert, habe ich mal einen kleinen Tipp bekommen. Eigentlich nutzt er das für die Punktschweißzange, auch natürlich für die Zwischenfalze. Mache ich genauso, die Punktschweißzange, dann versuche ich nochmal ein eigenes Video zu machen. Die hat er mir auch empfohlen, die habe ich mir damals schon auch mal gekauft vor einem Jahr oder so, aber noch nicht wirklich benutzt, die würde ich für die Front halt nutzen. Auf jeden Fall wollte ich auch mal eben das Zeug zeigen, was er mir empfohlen hat. Das ist wie so eine Art Verpasste, würde ich schon fast sagen. Das ist so ein Schweißprimer. Extra für sowas, damit ihr das lesen könnt. Ist auf jeden Fall gutes Zeug. Ja, auf jeden Fall nutze ich das halt in Verbindung mit Zinkspray, um die Sachen halt dazwischen zu grundieren. Schweißfähig zu machen und ja, dass das versiegelt wird, ne? Weil das Zeug, ja, das ist wie Kupferpaste, würde ich schon fast sagen, ein bisschen flüssiger, so von der Konsistenz. Und das schmier ich einfach mit dem Pinsel drauf, das wird so leicht, ja, wenn das antrocknet, sobald du halt schweißt, wird es wieder flüssig und ist schweißbar und läuft dann halt überall schön richtig zwischen und versiegelt alles dann, ne? Also so ist auf jeden Fall der Plan. So, jetzt geht's weiter.
Ja, ich habe jetzt noch ein paar Löcher gebohrt. Ja, kann das verpunktet werden. Hier habe ich nochmal Schlitze reingemacht. Bisschen rumgebogen. Wenn ich ein bisschen weiter rankomme, ist zwar nicht hundertprozentig, aber da kriege ich schon irgendwie zu. Ja, jetzt wird der nächste Schritt sein, das fertig schweißen. Dann ist die Ecke hier, also das Stück schon mal fertig. Dann brauche ich nur noch hier komplett zumachen. Ja, und dann kann im Prinzip das Deckblech könnte rein theoretisch drauf, wenn die Front fertig wäre. Aber leider ist die Front noch nicht fertig. Die sitzt zwar fertig, aber ist noch nicht eingeschweißt. Weil ich mir noch nicht schlüssig bin mit der Punktschweißzange. Die habe ich noch nicht so wirklich ausgetestet und eigentlich würde ich die gerne dafür nehmen, weil die auch nicht gerade billig war, ne? Also die soll jetzt nicht hier umsonst rumliegen, sondern die wollen wir schon benutzen, ne? Vor allen Dingen muss ich auch nicht so viele Löcher bohren dann und wieder schleifen, weil Punkten, der Punktschweißzange ist ja eigentlich dann fertig. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal die Ecke fertig und dann sehen wir mal weiter. Ja, also auf geht's. Jo Leute, jetzt heute nächster Tag. Ich musste ein bisschen, war schon so spät, musste ich aufhören. Jetzt ist der nächste Tag, jetzt geht es weiter. Ich habe das Blech jetzt nochmal rausgenommen und versuche mir jetzt erstmal ein Blech, um das hintere Stück zuzumachen. Und ob da richtig anzupassen, ne? Ich zeige euch das mal eben. So, ich habe mir jetzt ein Blatt Papier genommen. Also ich habe das hier nochmal rausgenommen, wie ihr seht. Habe mir jetzt ein Blatt Papier genommen und werde jetzt, ich mache das immer so, ich nehme halt ein Blatt und versuche das dann so die Konturen so nachzuzeichnen. Man sieht dann halt die Abdrücke. Und dann könnt ihr das Blatt dann nachher schön mit dem Stift nachmalen, ausschneiden und aufs Blech legen und dann halt das Blech nachformen. Ne? Das ist eine einfache Variante so zu machen. Früher habe ich mir das zum Beispiel abgeklebt mit Kreppband, dann wieder abgezogen und aufs Blech gemacht. Das geht auch, aber das ist eigentlich auch eine gute Variante so. Ja, jetzt male ich das an, werde ausschneiden, aufs Blech anzeichnen, Blech ausschneiden und dann anpassen. Ja, wenn ich das dann habe, dann muss ich noch ein Blech hier machen, weil das ist ja doppellagig. Das ist einmal das innere Blech und einmal außen. Also zwei Bleche muss ich mir da anpassen. Und dann passe ich das andere Teil wieder ein. Ja, und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ich bin froh. Gott sei Dank ist die Ecke unten am Warmluftkanal endlich dran. Die hat mir richtig Kopfschmerzen gemacht. Nicht da reinbraten, sondern wie mache ich es oder woher bekomme ich dieses Endstück? Ich habe das ja im Vorstellungsvideo schon mal erzählt, falls ihr das geguckt habt, dass diese hintere Ecke vom Warmluftkanal nicht zu bekommen ist, sondern nur das vordere Stück und das mittlere Stück, also von der Tür halt im Türbereich oder halt ein kompletter. Ja, und da ich nur die letzten, 20 cm brauchte oder 15, 20 ungefähr, war ich nicht bereit dafür 150 € auszugeben. Vor allen Dingen hatte ich ja schon die Deckbleche unten rausgemacht und da auch schon gute neue geholt. Ich glaube, das Stück, lass mich nicht lügen, 70 € oder so bei CSP. Aber gute Qualität kann ich nur empfehlen. Musste ich mir was überlegen, wie ich das da reinkriege, weil mal eben biegen und kanten und abrunden war da mal nicht. Ne? Ich zeige euch jetzt mal, womit ich das nochmal gemacht habe und dann zeige ich euch das Endergebnis. So, ich habe genommen. Hier so ein mittleres Stück. Man kann hier schön sehen, wie die Form ist. Und genau diese Form brauchte ich,
um das hinten reinzupassen. Und Gott sei Dank gab es die Form von dem mittleren Stück. Ja, dann habe ich mir halt das passende Stück hinten rausgeschnitten und dann reingemacht. Ich zeige euch das jetzt mal. Ja, für den Licht, ne? So, hier ist jetzt schön zu, das komplette Stück. So, hier war ja schon, hört er ja zu, so bis da vorne. Zeige ich euch das von innen nochmal. So. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich musste ja auch quasi das wieder vorne zumachen. Ne? Also hier den Bereich habe ich halt ein bisschen mit Schablone gearbeitet, aus Papier. Und dann habe ich mir noch so ein passendes, die hatte ich auch noch schon gehabt. Hier diese Bleche. Da habe ich mir passend noch rausgeschnitten. Ja, dann war gut. Ja Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen und hat gefallen. Ja, ansonsten seid gespannt auf die nächsten Videos. Es geht hier auf jeden Fall jetzt Woche für Woche weiter an dem Ding. Ich muss das fertig haben, weil es steht schon sehr lange. Ich glaube seit 2019. Ja, und über den Winter muss der jetzt einfach fertig geschliffen werden. Dann wird er nochmal grundiert. Ja, so dass es weitergeht, ne? So, ich bedanke mich. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, ein Abo und diese schöne Glocke, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.